Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zu einem kleinen Angezock zu Donkey Kong Country Tropical Freeze auf der Nintendo Switch. Eigentlich wollte ich das Ganze schon zum Release machen, hat sich ein bisschen verzögert, was aber nicht Abbruch tut, sondern immer noch geil ist, weil das Spiel macht echt Bock, Freunde. Und allgemein zocke ich mittlerweile richtig, richtig gerne auf der Switch, weil da immer wieder gute Spiele rauskommen. Gut, ist wieder eine Umsetzung von einem Wii U-Titel, aber eine gute Umsetzung, Freunde. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Wie gesagt, ich habe schon ein bisschen mehr angezockt. Wir gehen in den Funky-Modus, denn der ist jetzt neu. Das heißt, wir haben jetzt Funky Kong mit am Start, der, ja, kann man schon sagen, ein bisschen overpowered ist, aber halt auch neu ist. Deswegen will ich euch den ganz gerne mal zeigen. Ihr seht es schon, er hat 5 Herzen, kann Stacheln ausweichen, beziehungsweise kriegt davon keinen Schaden durch sein cooles Surferbrett, Bruder. Und ja, deswegen ist jetzt die Zeit gekommen, den Affen aus dem Zoo zu lassen. Lass den Affen aus dem Zoo. Bo, kennt jemand den Nachwiffel-Song? Ich fand ihn eigentlich ganz gut, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, muss ich zugeben, fand ich ganz geil eigentlich. Gut, Freunde, wenn ihr auch Bock habt auf Switch-Spiele, check gerne mal meinen Partner ab. Games Rocket Video, in der Videobeschreibung ist der Link. Ich packe euch den auch wahrscheinlich nochmal in die Kommentare rein. Denn wenn ihr darauf steht, auf der Switch Download Games zu haben, dass ihr mehrere Spiele auf einer Konsole gleich durch die Gegend tragen könnt und so, dann ist es ganz gut, denn in Sachen Downloads haben die echt gute Angebote. Und auch Tropical Freeze habe ich dort her. Und ich finde es eigentlich ganz geil. Also dieser Tablet-Modus, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat auch bei Donkey Kong wieder Bock gemacht. Aber auch, was immer noch ein cooles Spiel ist, kann ich auch empfehlen, Mario vs. Rabbids. Geiles Game, Freunde. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Da kommt ja auch bald der DLC raus. Mit Donkey Kong. Passenderweise. Also, die Switch hat echt sehr, sehr coole Games. Sehr, sehr coole Games. Und auch dieser, wie gesagt, dieser Tablet-Modus, der macht schon echt Bock. Ja. So, jetzt halte ich aber erstmal die Klappe. Ihr zieht euch das Intro rein und dann hören wir uns gleich wieder. So, Freunde, jetzt boxen wir uns erstmal frei. Komm, zeig dich, Funky. Die Leute wollen dich sehen, Funky. Juhu! Alter, ist der cool, Junge. Der hat ein Bandana an und eine Sonnenbrille. Ist das nicht cool? Jetzt mal ernsthaft. Ohne Scheiß jetzt. Ihr denkt, ich mach Spieße oder sowas, aber das ist tatsächlich sau cool. Ah, die Optik ist schon sau... Nice. Oh nein, nein, Bananas! Oh, Wasserlevel. Auch hier seht ihr schon seine Vorteile von Mr. Funky Kong. Er braucht keine Atemblasen, Sauerstoffblasen, sondern hat einfach schlauerweise ein Schnorchel dabei. Wie er natürlich unter Wasser schnorcheln tut, ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht aus, denn ich habe leider keinen Schnorchelurlaub leisten. Deswegen muss ich hier Videos machen, Freunde. Klickt bitte weiter meine Videos an. Nein, Spaß. Ach ja, geil, Alter. Nice. Steuerung kann ich euch auf jeden Fall auch sagen. Ich spiele mit dem
Pro Controller. Dabei bleibe ich übrigens immer noch. Also für die Leute, die schon mein Fazit zu der Switch gehört haben, der Controller ist immer noch eine absolute. Also der Standard-Controller ist immer noch eine riesige Frechheit, meiner Meinung nach, bei der Switch. Und der Pro-Controller ultra teuer. Also Freunde, ich habe auch gesehen, dass es da irgendwie so einen Adapter gibt oder sowas, wo man dann auch PS4 oder Xbox One-Controller anschließen kann. Und das schlimmert sowas, ohne Scheiß. Weil der Pro-Controller ist voll überteuert. Und eh eine schlechtere Kopie von dem Xbox One-Controller. Au! Das tut doch weh, Mensch! Komm, spring rüber, kleiner Monkey! Lasst es mich auch gerne wissen, Freunde, ob ihr Bock habt, dass ich öfters mal Nintendo-Games anzocke oder vielleicht auch länger zocke. Denn zum Beispiel letztes Jahr, ich weiß ehrlich gesagt, im Nachhinein weiß ich gar nicht warum, aber ich hatte so den Gedanken bei Mario Odyssey, dass die Leute vielleicht das gar nicht sehen wollen bei mir auf dem Kanal. Weil die meisten Ausflüge in Sachen Nintendo, die waren jetzt nicht so, ich sag mal, beliebt oder auch gut unterstützt im Vergleich zu anderen Sachen. Deswegen, ich weiß nicht, ich bin mir immer so unsicher bei Nintendo-Sachen. Ich weiß nicht, warum. Auch das angesprochene Mario vs. Rabbids auch angezockt hier auf dem Kanal, aber weiß nicht. Vielleicht muss man sich erstmal einen Namen machen, dass die Leute checken, ey, cool, Alter, der kann auch Nintendo-Games zocken, weil er ein richtiger Bad Boy ist. Ich weiß es nicht. Warte mal, da oben ist bestimmt auch ein Geheimgang, oder? Na, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es doch nicht mehr. Jetzt kommt doch bald Mario Tennis raus, wo ich auch echt Bock drauf hab. Bin mal gespannt, wie das so wird. Oh Mann, ey. Weil da gibt's ja jetzt, glaube ich, auch ein Anspielwochenende. Sag mal, wie komme ich denn da? So, zack hier. Doofe. Scheiße, du. Komm her. Zack. Und worauf ich mich natürlich auch sehr, sehr krass freue, ist natürlich Super Smash Bros. Der neue Teil. Da bin ich auch super gespannt. Oder wird es auch wieder nur eine Umsetzung von einem alten Wii U-Teil? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, weil Nintendo, es ist cool so, das sind alles coole Spiele. Und ich verstehe auch, dass ihr die gerne an eine größere Zockerschaft haben wollt, weil Wii U war jetzt nicht unbedingt der Riesenerfolg, aber ey, weißt du? Dann dementsprechend noch ein paar neue Levels hinzufügen oder ein paar neue Strecken, wie bei Mario Kart, das wäre ganz geil. Mario Kart, zockt es noch jemand? Das Teil hole ich mir, Bruder. Jawohl. Ach nee, da kam gerade ein Level, sag ich schon. Ein Leben angeflogen. Von ganz, ganz oben. Ja, Donkey Kong Country hat natürlich auch bei mir eine Vergangenheit. Super Nintendo. Donkey Kong Country, Super Nintendo Zeiten waren eben mit die allerbesten Zockerzeiten, die ich jemals hatte. Nicht nur Donkey Kong Country, Super Mario Land. Was habe ich denn noch super, super krass gerne gezockt? Natürlich Aladdin. Die ganzen Disney-Sachen. Wie hieß das nochmal hier? Das Mickey Mouse Game. Castle of Illusion hieß es, glaube ich, oder? War das der Teil auf dem Super Nintendo? Sau geil, Alter. Sau geile Zeit, Alter. Alles kaputt hauen hier! Monkey Style. Und da war natürlich Donkey Kong Country auch ganz vorne mit dabei. Also kann man hier runter? Nee, kann man leider nicht. Komm her, du kleiner Biber. Was bist du eigentlich? Nee, ein Hoppelhäschen, oder? Sieht ein bisschen aus wie die Hoppelhäschen aus One Piece. Kann sich da noch jemand erinnern? Ja, meins. Gerollen dauert zu lange. So, zack. Her damit! Ich will noch mehr! Ja. Leider nichts mehr für mich dabei. Lalalala. Zack. Oh, da ist noch was. Was mich auch mal interessieren würde, was ist bisher. Einige von euch haben ja sicherlich auch eine Switch. Was ist bisher euer Lieblings-Switch-Teil, Freunde? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin mal echt gespannt. So, warte mal. Wie mache ich das denn jetzt?
brauche etwas zu werfen. Da, diese werfen. Ich werfe diesen. Diesen werfen gehen. Zack! Jawohl! Her damit! Kong ist voll, Junge! Yippie! Bananas! Au! Ach, Mist. So, das reißen wir auch nochmal ganz kurz nach oben. Wenn ich so überlege, was war mein Lieblings-Switch-Spiel bisher? Boah, ich glaube, entweder natürlich Mario Odyssey oder Zelda. Bei Zelda habe ich... Wo bin ich denn da stehen geblieben? Ich glaube, ach Mist, shit, jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet bei dem letzten Fass. Irgendwie 96 Schreine oder so habe ich geholt von 120. Übelst Bock gemacht. Übelst Bock gemacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch ein geiles Game oder ist immer noch ein geiles Game. Also mittlerweile muss man auch sagen, Nintendo hat eh immer geile Exklusivspiele. Aber für die Switch, die haben echt super, super viel geiles Zeug am Start. Richtig nice. So, Freunde, wisst ihr was? Ich habe ja noch einen Spielstand, wo ich ein bisschen weiter bin. Deswegen will ich euch nicht nur die Anfangswelten zeigen, sondern einfach mal eine aus der Welt 3 oder 4 in Leveln. Und deswegen mache ich einen ganz kurzen Cut. Wir hören uns gleich wieder. So. So, Freunde, zocken wir nochmal ein Level oder das erste Level in der 5. Welt an. Damit ihr mal ein bisschen was seht, was euch noch erwarten kann, wenn ihr euch das selber, ja, besorgt, das Spiel, und selber zockt. Fauna Fantasia. Also wie gesagt, Welt Nummer 5. Und das ist schon, ganz geil, oder? Mit dem Bären hier. Boah, nice, nice, nice. Kann man direkt so einen schönen, wie heißt es nochmal? Ich komme gerade nicht drauf. Voller Blackout. Wer ist es nochmal? Geilen Shake. Junge, Bruder, was ist denn los hier? Deutsch reden? Kannst du? Kannst du nicht? Au, oh, Hilfe! Wie geil! Ja, das Gegner-Design ist auch einfach... Ach, das ist so geil. Bitte, grab mich nicht! Ich will leben! Auch hier hat natürlich Funky seine Vorteile, weil der hat eigentlich einen Stachelhelm, wie ihr gesehen habt. Und, da oben ist noch ein Geheimlevel. Nee, ist es nicht? Das sieht aber verdammt danach aus, oder? Oder so ein geheimen Fach, sag ich mal. Nee, tatsächlich nicht. Funky hat natürlich, wie gesagt, Vorteile gegenüber den Stacheln. Nicht nur den Stachelhelm, sondern auch Stacheln auf dem Boden und so weiter. Da kriegt er einfach keinen Schaden. Was natürlich extremer Vorteil ist. Was auch super für mich gerade ist zum Vorzocken. Umso weniger kann ich mich blamieren. Ist das nicht toll? Das ist super toll, oder? Ey, das Level ist... Ey, ohne Scheiß. Die Welt ist, glaube ich, meine Favoritenwelt, wenn ich mal so überlege. Optisch. Whee! Ja, Schweinchen. Die Schweinchen sind hier auf meiner Seite. Her damit, mit der Minze. Ey, Bananas, Bananas, Bananas. Ah, nein, die Banane ist gefallen. Nein. Oh, jetzt kommt da nur noch Schund drauf. Ne, jetzt kommen noch mehr Bananen, aber ich will mich jetzt nicht allzu lange aufhalten damit. Denn ihr wollt ja das Level sehen. Will jetzt ja auch keinen angezockt von 40 Minuten machen oder so, sondern euch das Level hier nochmal zeigen. Ah! Oh Gott. Go, go, go! Gib Speed hier! Boah! Los, da vorne! Alter, mach keinen Scheiß, Pinguin! Bist du... Alter, habt ihr das gesehen? Der hat mir einfach eine miese Rückhand gegeben. Einen richtigen Bitch-Slap, der Boy. Was erlaubt er sich, sag mal? Oh Gott, das sieht aus wie ein riesiger Stacheldödel. Ah! Ja, ihr habt gesehen, ein paar Leben habe ich ja noch. Ist ja kein Ding so, Ich darf nur nicht halt nervös werden. Was heißt nervös? Nicht nervös, sondern ungeduldig immer. Oh Gott. Ich werde dann immer so ungeduldig irgendwann, ab einem gewissen Punkt. Und der irgendwie bei so einem angezockt
gefühlt gerade noch schneller kommt als bei einem normalen Zocken. Aua, das war zu vermeiden. Eigentlich war das zu vermeiden, bitte nicht in die Schleimspur. Aua! Seht ihr? Das meine ich. Es wird gerade ein bisschen zu ungeduldig. Bitte nicht. Komm schon, Bruder! So, zack und weg hier. Ja, Hauptsache safe da erstmal durch von. Au! Seht ihr? Ein Leben noch und ich bin weg. Ungeduld. Ungeduld hier. Das heißt, jetzt muss ich meinen miesen Skill rausholen. Jo, alles klar. Ich dachte, dein scheiß Maul, Junge. Dein miesen Skill hat er mal rausgeholt, der Boy. Ja, klar, Leute. Also, wenn ihr Bock habt, ihr wisst Bescheid, meldet euch. Jump'n'Run-Nachhilfe der Extra-Klasse. Oh, das müsst ihr schaffen. Okay, alles klar. Gibt's natürlich nur hier. Ja. Tipps und Tricks, Videos kommen demnächst. Oh Gott, Junge. Das meine ich mit Ungeduld. Jetzt reicht aber hier. Hätte ich Funky nicht, hätte ich schon 1000 Leben mehr gelassen. Aber das muss ja keiner wissen, Freunde. Okay, das bleibt unter uns. Das bleibt unter uns, Freunde. Denkt auch bitte immer dran, ey, der zockt ja so heftig. Das soll in eurem Gedächtnis bleiben, bitte, Freunde. Tut mir den Gefallen, Freunde. Tut mir den Gefallen, wenn ihr an mich zurückdenkt. Denkt einfach, boah, das ist ein krasser Zocker. Nee, warte mal, war da nicht irgendwas? Nee, der war doch nicht so... Nee, doch. Okay, gut, Freunde. Kleines Angezockt, wie gesagt, wird wahrscheinlich nicht so viele Leute anziehen. Aber, ey, vielleicht hat da ja jemand Bock gehabt, mir da ein bisschen zuzuschauen, wie ich hier, wie gesagt... den Affen-Mime. Das kann ich ja ganz gut eigentlich, wenn ich losbrülle wie ein verrückter Monkey halt. So, gut, das war's. Lasst mich gerne wissen, ob es euch gefallen hat, ob ihr mehr sehen wollt von Nintendo-Sachen, auch gerade vielleicht Mario Tennis. Habe ich ja gehört, dass es da auch einen Singleplayer-Modus geben soll mit Bossen und so. Wäre auch ganz cool vielleicht. So, gerade da eh in nächster Zeit gar nichts rauskommt. Könnte man ja vielleicht mal einen Blick zumindest in Mario Tennis werfen. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen. Danke fürs Zusehen, checkt die anderen Videos ab, checkt meinen Games Rocket Partner ab, folgt mir auf Twitter, Instagram, ihr kennt das Ganze und haut rein. Tschüss!